All-Star Game vor erneuten Neuerungen. Das All-Star Game steht möglicherweise vor einer erneuten Veränderung. Nachdem es seit 2018 im Stile eines Drafts mit zwei Kapitänen abgehalten worden war, könnte es in naher Zukunft wieder zurück zum klassischen Format Ost gegen West kommen. Wir sehen uns in diesem Jahr in Indianapolis einige mögliche Änderungen des Formats an. Vielleicht kehren wir zu etwas Traditionellerem zurück, was die Präsentation der Teams angeht. Wir sind zu einer Art Kapitäns- und Draft-Konzept übergegangen, aber historisch gesehen war es ganz klar Osten gegen Westen. Das ist etwas, das wir vielleicht in Erwägung ziehen, sagte NBA-Commissioner Adam Silver. Eine Absage erteilte er unterdessen einem möglichen All-Star-Game zwischen einem Team USA und Team World. Da in der NBA deutlich mehr US-Amerikaner spielen, würde eine solche Partie die All-Star-Nominierungen verzerren. Las Vegas ist WNBA-Champion. Die Las Vegas Aces haben zum zweiten Mal in Folge den Titel in der WNBA gewonnen. Das Team um Cheftrainerin Becky Hammond setzte sich vergangene Nacht mit 70-69 gegen die New York Liberty um die deutsche Nayara Sabali durch und gewann die Best-of-Five-Serie mit 3-1. Zur besten Spielerin der Finals wurde Aja Wilson gewählt. Die 27-Jährige legte im entscheidenden fünften Spiel 24 Punkte und 16 Rebounds auf. Für sie ist es nach den zwei MVP-Titeln 2021-22 der nächste große Meilenstein. Die Aces sind erst das dritte Team der WNBA-Geschichte, die die Championship verteidigen können. NBA-Spiele bald auch in Deutschland? NBA-Commissioner Adam Silver hat sich in einem Interview mit ran.de über mögliche Spiele in Deutschland geäußert. Europa und speziell Deutschland sind enorm wichtig für uns. Es gibt eine starke Wirtschaft, starkes Interesse und eine starke Sporttradition, erklärte Silver. Es sei sehr wichtig, weiterhin Spieler zu entwickeln und das Interesse an Basketball in den europäischen Ländern weiter zu steigern. Zwar habe die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass die NBA ihre Expansionspläne neu aufstellen musste, dennoch sei Deutschland auch dank des WM-Triumphs weiter einer der wichtigsten Märkte. Zweifelsohne wird Deutschlands Goldmedaillengewinn zu einem noch größeren Anstieg des Interesses an diesem Sport führen. Und das wird uns auch dabei helfen, wieder nach Deutschland zu kommen, so Silver weiter. Der 61-Jährige ist seit über 30 Jahren Teil der Liga und war auch bei dem bis dato letzten Spiel in Deutschland im Jahr 2008 dabei. Damals schlugen die Philadelphia 76ers in Köln die Phoenix Suns mit 103-100. In der kommenden Spielzeit finden zwei Regular Season Games außerhalb von Amerika statt. Am 9. November 2023 empfangen die Orlando Magic die Atlanta Hawks in Mexiko, während es am 11. Januar 2024 in Paris zum Duell zwischen den Brooklyn Nets und den Cleveland Cavaliers kommt.